Alles begann in Dunkelheit. Eine Welt voll Schmerz empfing mich. Ein Pochen dröhnte in meinem Kopf. Es war, als hämmerte etwas gegen meine Schläfen. Plötzlich kam ein weißes Licht auf mich zu. Ich erkannte in dem Licht ein... Die Lichtgestalt strahlte etwas Beruhigendes aus. Eric. Der Engel sprach zu mir. Eric, es ist Zeit. Der Engel verschwand und das Hämmern wurde drängender. Schneller, langsam konnte ich darin etwas erkennen. Einen Rhythmus und verschiedene Töne, die sich zu einem Musikstück arrangierten. Die Dunkelheit klarte auf und wich verschwommener Umgebung. Ich konzentrierte mich darauf und gewann meine Orientierung zurück. Um mich herum waren Menschen, zuckende Leiber, die sich zum Rhythmus der Musik bewegten. Mir war übel, aber immerhin konnte ich mich wieder bewegen. Ich musste mir etwas Wasser über den Kopf laufen lassen. Das würde mir gut tun. Mit letzter Kraft schleppte ich mich weiter. Eric, deine Aufgabe wartet. Eric. Eric Bane. Wie eine Kugel schoss der Name durch meinen Kopf. Es war mein Name. Weitere Erinnerungen an mich hatte ich nicht. Die Dunkelheit in meinem Kopf verschleierte alles. Der Engel war verschwunden, ebenso wie die Schmerzen. Es war an der Zeit herauszufinden, wer ich war. Die Chance war, vielleicht konnte... Verschwinde! Wir brauchen keine Zuschauer! Hey! Ja? Was willst du? Ich wollte fragen... Was sollte ich daraus machen? Ich machte mich auf den Weg zurück in den Club, um mich mit dem Sicherheitschef zu treffen. Vielleicht würde er mir weiterhelfen können. Hi. Ich nehme ein... Er nimmt eine Bloody Mary. Nach Art des Hauses. Wer sagt, dass ich eine Bloody Mary haben wollte? Glaub mir. Ich weiß sehr genau, was du willst. Weißt du, wo ich Tom finde? Tom? Ja, zufälligerweise weiß ich, wo Tom ist. Du findest ihn, wenn du die Treppe nach oben nimmst. Okay. Bis später. Ja, bis später. Das Zeug schmeckte widerlich. Und es hatte einen merkwürdigen Beigeschmack. Allerdings war... Hey Mann, alles klar? Ken. Nicht, ich meine... Ich hab... Hey, folge mir. Sie wird dir sicher helfen. Ihr Name ist Rose und sie weiß mehr darüber als der Rest von uns. Hey Mann, du hast echt Glück, dass du mich getroffen hast. Es gibt da draußen welche von uns, die sind echt scheiße drauf. Die hätten dir bestimmt den Kopf abgerissen oder sowas. Aber mach dir keine Sorgen, wir sind gleich da. Rose gehört übrigens der Club.
Hey, netter Trick, Mann. Wie? Du hast aus Reflex auf deine Vampirfähigkeiten zurückgegriffen. Nicht schlecht. Du scheinst ein Naturtalent zu sein. Danke, Tom. Ich kümmere mich jetzt um... Alles klar. Also? Mein Name ist Eric. Gut, Eric. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes... Das ist richtig. Du... Warum bin ich noch kein vollwertiger Vampir? Wenn ein Vampir dein Blut trinkt und dich dadurch tötet, wirst du selbst zum Vampir. Allerdings ist die Umwandlung dadurch noch nicht abgeschlossen. Zuerst musst du noch das Blut deines Erschaffers trinken. Erst dann bist du ein vollwertiger Vampir. Und da ich nicht weiß, wer mich zum Vampir gemacht hat, ist das ein Problem. Ganz genau. Ein Vampir erschafft nicht einfach so einen anderen Vampir. Wir versuchen, unsere Existenz vor den Menschen zu verschleiern. Und jeder weitere Vampir erhöht das Risiko, dass wir entdeckt werden. Dein Erschaffer hat uns alle gefährdet, als er dich einfach zurückließ. Kein Vampir würde freiwillig den Zorn aller anderen auf sich laden. Ich nehme an, dass ihm etwas zugestoßen ist. Und was passiert, wenn ich nicht sein Blut trinke? Das möchtest du nicht wirklich wissen. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert, wenn jemand zum Vampir wird. Aber solange du nicht das passende Blut bekommst, fängt dein Gehirn an, langsam auszusetzen. Du wirst mehr und mehr zu einem Tier, bis du schließlich alles Menschliche abgelegt hast. Wir nennen solche erbarmungswürdigen Kreaturen dann Ghule. Glaub mir, du möchtest unbedingt vermeiden, zu so einer Kreatur zu werden. Hab ich denn irgendeine Wahl? Ja. Das Blut eines alten und mächtigen Vampirs kann theoretisch das Blut deines Erschaffers ersetzen. Aber ich rede hier von Vampiren, die schon mehrere Jahrzehnte im Geschäft sind. So einen wirst du im Sanctuary nicht finden. Sein Name ist John Blooming. Blooming... Es ist... Dazu... Hey, du bist Eric. Ich... Erzähl mir etwas über... Ich was... Erzähl mir was über die andere... Tom, die bis Rosie tun, wenn du... Reden wir über... Wie? Bis später. Bis... Hey Mann, alles... Kannst du mir etwas über Vampir... Klar. Was weißt du über... Danach alle und irgend... Aber was weißt du über Vampir... Dass du das aber... Ich hab je die... Lass klar, Mann. Bis spät. Alles. Hey, du bist Eric, nicht wahr? Ich habe gerade wenig Zeit. Erzähl mir etwas. Vielleicht. Ja, was gibt's? Sag mal, hast du... Ja, was gibt's? Kannst du mir etwas über das... Gerade... Hey Mann! Rose hat gesagt, du könntest mir noch etwas beibringen. Riecht draußen vor dem... Hört sich gut an. Alle... Ich fand mich in einer verlassenen Gasse wieder. Tom hatte mich hierher geschickt. Als Training. Ich konnte mir noch nicht vor...
Mann, du siehst ziemlich fertig aus. Wie sieht's aus? Hast du etwas Kleingeld, Alter? Los, Mann, rück dein Geld raus oder wir machen dich alle. Ich spürte Wut in mir aufsteigen. Das Verlangen danach, jemandem weh zu tun. Und das Verlangen nach Blut. Scheiße, Mann! Was zum Teufel bist du? Ich konnte nicht erklären, was gerade passiert war. Ich sag's euch doch, der Penner hat Mikey erledigt. Er hat ihm seine verfickte Kehle zerfleischt. Okay, Mann, beruhige dich. Wir passen schon auf dich auf. Scheiße, Mann! Hier ist etwas! Mann, ich bilde mir schon Sachen ein. Was zum Teufel bist du? Dein schlimmster Albtraum. Dein schlimmster Albtraum.
Dafür reiß ich dir die Eingeweide raus, du. Hey, Mann! Kannst du mir etwas über das... Klar, alle, ich hab deshalb dank des Klo... Du hast... Ach ja, sie ist... Kannst du mir... Erzähl mir... Blum, ich in der... Wir... Hör klar... Was muss... Hey, und all das... Okay. Ach, was für... Ich... Ich, wenn du... Wenn... La... Klar bist... Alle... Willkommen zurück. Ich bin bereit. Ausgezeichnet. Ich werde schon... Wie du... Ich kenne mich dann... Offenbar war ich nicht... Ja, was geht? Na, Leute... Im obersten Stockwerk. Okay.